hätten wir gar nicht gerechnet damit. Nee, gar nicht. Ich glaub, wollen wir einfach mal ein Lied singen? Ich würde gleich, vielleicht kommen wir sehen heute in Zwickau. Weißt du denn ein Lied? Ja, Zwickau ist ja meine Nachbarstadt. Ich komme ja aus der Nachbarregion. Oh. Ja, das wird immer das Problem sein, ja. Dass Zwickau meine Nachbarregion ist? Nein, dass du nicht stimmst. Ich habe bei der Wahl meine Stimme abgegeben. Ich hoffe, dass ich sie wiederkriege. Jedenfalls, ach hallo, schönen jetzt guten Tag. Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Meine Selbsthilfegruppe ist da. Schön. Ja. Oh, bevor wir anfangen, guck dir mal den Mann. Man fühlt sich gleich sicherer. Genau vor dir. Warte, ich muss mal kurz einschreiten. Warte mal, ganz kurz. Ja. Oh, danke. Hast du auch ein bisschen Politur dabei? Ja. Wir sehen uns sehr ähnlich, mein Freund. Warum sitzen immer die Klatschköpfe auf deiner Seite? Kannst du mir mal sagen? Der Mann mit der Fleischmütze? Wir wissen, wo die Sonnenseite ist. Wir können ja auch einfach mal tauschen. Willi, kurze Frage. Du klingst so gar nicht, du bist hier auswärtig. Du klingst so Bill Brandenburg. Ja, wir sind 560 Kilometer angereist. Wo kommst du her, richtig? Kusel, Kaiserslautern. Aus den gebrauchten Bundesländern. Weißt du, wo? Ja, die abgelegt. Kaiserslautern. Ja. Weißt du, wo Kaiserslautern ist? Ja, es ist weit weg, habe ich gehört. Am Arsch. Aber schön, dass er Deutsch spricht. Ja, wir kommen eigentlich aus Hochdeutschland. Aber ja, Hochdeutschland. Kaiserslautern, Hochdeutschland. Ja, aber hallo. Ja, gut, pelzig. Man lernt immer wieder was Neues. Ja, ihr seid ja in Sachsen, ist über Sachsen. Kurz Crashkurs für dich in Sachsen. Himmelsrichtung heißt nicht Norden, Süden, Osten, Westen. Hier in Sachsen heißt nicht nur Norden, Süden, Osten, Westen die Himmelsrichtung. Hier in Sachsen heißt Nuff nur noch rüber und über, nein, aus, nummen rum. Okay. Ganz wichtig, ganz wichtig. Aber macht euch keine Sorgen, das hilft nicht bei der Orientierung. Nee. Kinder, hör mal. Und Orgasmus auf Sächsisch heißt nicht Fertsch. Du, das kann ich immer nicht bei YouTube hochladen. Orgasmus auf Sächsisch heißt nämlich Erster. Nur mal nebenbei sagen. Wir kommen ja vom Thema ab. Ein Lied, wenn ihr auf deiner Seite. Kaus Kaiserslauter! Ein Lied von Robert. Weißt du, wer Robert Schumann war? Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, das ist der Cousin von Michael Schumacher. Das ist Kultur. Den Namen habe ich schon mal gehört. Und aber wir singen ja nämlich ein Lied, der hat nämlich... Mozart habe ich auch schon mal gehört. Und der hat das große Glück gehabt... Und Mothofen. Nee, du weißt genau, der die Kirchenheizung erfunden hat, hieß Beethoven. Ach so. Der hat damals die Kirchenheizung erfunden. Wir haben auch in Lern gesagt, das sind alles eure Kinder, alle drei? Habt ihr keinen Fernseher? Von der Bär ist das. Das musst du jetzt wieder petzen, oder? Der Papa ist von. Kannst du mir mal die Kontonummer vom Papa sagen? Wir reden nächste Woche mal. IC-Karte wäre gut. Nein, also ein Lied für euch von Rupert Schumann. Ganz wichtig, junger Mann, darf ich dich was fragen? Suchst du was Kleines, Sappertes, Dreckiges, Ekliges, Stinkendes, Tropfendes? Suchst du sowas? Nee. Nimm mal die Hände aus den Taschen. Vielleicht kommt dann die Mitklatsch drin vor und dann klatschst du einfach und dann könnte was inzwischen sein. Wir haben schwere Unfälle erlebt dabei. Ja, auf Verhütungsmittel. Ist egal. Der junge Mann mit Fleischmütze, alles in Ordnung bei dir? Ja, sicher. Ja, ich bin noch ein bisschen konzentriert. Ja, der hat mich noch. Ja, heißt nicht noch, wo ein großer Geist sich tut entfalten, könnte ich keine Haare halten. Ja, aber Halt mal. Eine hohe Stirn ist ein Zeichen der Intelligenz. Meine geht bis in den Nacken. Na, richtig. Anders gerade, wie heißt das schön? In Bayern sagt man, oben am Berg die Gletscher leuchten, ist im Tal längst noch Frühling. Das halte ich nur für eine Sage. Aber nur bei dir kann man sagen, da hilft kein Sellerie, da hilft kein Ei. Was vorbei ist, ist vorbei. Ein Lied haben mitgebracht, nämlich von Robert Schumann. Ein Lied von Robert, der hat nämlich einen ganz besonderen Ort besungen, weißt du das? Einen ganz besonderen Ort, wo man essen und trinken kann, so viel man will und nicht dafür bezahlen muss. Weißt du, wo das ist? Hat er gar nicht, hat mein Kollege geschrieben. Ja, genau. Der hat die Melodie gemacht, Robert Schumann, aber der Kollege hat nämlich Hoffmann vom Fallersleben. Genau. Kennt ihr Hoffmann vom Fallersleben? Ja. Das Lied der Deutschen geschrieben gehabt. Nein, hat er auch nicht. Also nur den Text. Den Text dazu, ja. Der Text war von Hoffmann vom Fallersleben, die Melodie von Robert Schumann. Besser? Sehr. Gut. So kommt man der Sache nach. Jetzt weiß ich, woher ich das kenne. Jetzt müssen wir ganz kurz mal sagen, hier drüben, hier gibt es eine Bäckerei hier drüben auch noch, die haben leckere Backwaren. Auch da drüben. Wahnsinn. Kassler Handbrot, nicht Kaiserslautern. Was gibt es da zu essen überhaupt?
Kaiserschmorm. Was? Saumagen. Saumagen. Der Pfälzer Saumagen, was unser Ex kann. Ja, cool. Ja, ja, ja. Bei uns war es Kohlroulade, ist eine andere Geschichte. Aber das ist, haben wir dann Leckereien, überall kann man essen. Also deswegen ein Liedlein vom Essen und vom Trinken, oder? Wir fangen einfach an. Ich glaube schon. Schön. Bist du aus Zwickau? Du weißt, Essen liegt im Pott. Da musst du ganz gut tun. Das ist nämlich ein Liedlein, was jemand in Zwickau nämlich geschrieben hat. Ja, das ist irgendwas. Kuppeln, essen, können wir trinken. Oh, komm mal hier. Was der Papst denn essen, sind wir im Trinken. In E-Bike, wo gerade der Akku leer ist. Holz, ja, hat nämlich neueste Energie von. Kann man auch verbrennen, wenn man es kalt wird. Wir fahren. Heute wird's nicht kalt. Ich fang an. Los, komm, wir wollen uns begeben. Anders falsch, ne? Suche. Ich fang nochmal an. Kannst du mal zurückspulen? Kannst du Kaiserslautern darf auch schneiden. Der ist aus Kaiserslautern. Die können sich nicht mal Haare leisten dort. Früher war auf dem Bahnhof immer so orange angezogen. An deiner Stelle hat gesagt, ich Haare, Krishma, so. Krishma, ja, Haare, ja, ja, Haare, Haare, Haare. Ich bin ein Einzylinder Einspritzer. Okay, einfach. Alles gut. Schön, dass du dich jetzt solidarisch kannst. Die junge Dame hier an der Tanzstange noch nicht erst nach uns. Bleibt. Na toll, ich hab mich schon gefreut. Ja, die Stange umarmt, das ist zu Hause. Los kommt, wir wollen uns begeben, jetzt hol ich Schlaraffenland. Ja, da ist ein lustig Leben und das Trauen unbekannt. Seht, da lässt sich billig zählen und umsonst gar lustig sein. Milch und Honig fließt in Bächen, mehr möchte dort nicht sein. Mehr möchte dort nicht sein. Ja. Vielleicht für die anderen, Kaiserslautern ist klar, aber für die anderen, es war die Mitklatschstelle. Und ich gebe euch ein Zeichen, damit ihr wisst, wann diese Mitklatschstelle ist, gebe ich euch ein Zeichen. Wenn ich so mache, schaut mal her, wenn ich so mache, dann dürft ihr mitklatschen. Ne? Also ganz wichtig. Also, nur wenn ich so. Mein Kollege weiß noch mal zu finden, bitte nicht nachmachen, das ist wichtig. Also, bitte nicht nachmachen. Wir hatten vor schon 7 Jahre her, hatten wir einen älteren Herrn im Publikum, der das nachgemacht hat. Und da flog das Gebiss raus und hat am Bratwurststand jemanden gebissen. Das war furchtbar. Mitesser war das gewesen. Holger, ich habe gehört, es gab auch Probleme mit der Versicherung, ne? Ja, wegen der Haftungsfrage. Stimmen im Wind. Am besten, wir fangen nochmal an und dann mache ich der Stelle so und dann könnt ihr alle mitklatschen. Du brauchst nur eine Hand, das klatscht bei dir auch. Und du haust bei denen drauf, das fällt dir auch nicht auf. Wenn du so weitermachst, kannst du die Kamera nicht mehr ruhig halten. Das ist uns völlig egal. Ja. Wenn ich mal durchhalten kann, Kaiserslautern. Ja. Hast keine Haare, dann nicht durchhalten. Ich habe mich nur Bart. Das ist ja mit dem Bart. Also, jetzt fang doch mal an. Ja, mein Kollege hieß früher Bartholomäus. Das war aber. Oder Bart Simpson. Warte mal. Ich muss vielleicht aufstehen. Vielleicht du sitzt, weil ich kann nicht richtig durch. Jetzt, wenn du hinfällst, kann nicht passieren, das ist überall Pflaster. Los kommt, wir wollen uns begeben, jetzt wohl ins Schlaraffenland. Ja, da ist ein lustig Leben und das Trauen unbekannt. Sich, da lässt sich billig zählen und umsonst gar lustig sein. Alle Speisen gut geraten und das Bild fällt nicht schwer.
gebraten, jedes Schwein. Es ist zum Entzücken, mehr möchte dort nicht sein, mehr möchte dort nicht sein. Ja. Feigen wachsen an den Hecken, Ananas im Busch umher. Niemand darf sich mühen und lügen, alles stellt von selbst sich ein. Wie ist es zum Entzücken, mehr möchte dort nicht sein, mehr möchte dort nicht sein. Ja. Selber ausmalen können, dass keine Nase. Zwickau, Zwickau, klar. Noch nicht fertig. Mitten im Lied. Wir sind auch nicht gegangen, als ihr gekommen seid. Ja. Ich glaube, wir hätten das Grund genug gehabt. Aha, Klugscheißer! Ist dein Bewerbungshelfer oder warum ist er mit dabei? Heißt es lauter, da ist das immer so. Bevor wir nochmal weiter, lass mich noch, denk dabei mit, klatsche Hände aus den Kirchen. Sonst, auch wenn man an kleinen Dingen hat, könnte was dazwischen sein. Denn es liegt ein breiter Hügel vom Pflaumenmus davor. Und vom Pflaumenmus davor. Ja. Wahnsinn, toll, ein tolles Lied. Komm, Schlaraffenland. Warte mal. Ich glaube, das Ende war so überraschend. Müssen wir den Schluss nochmal machen? Wir spielen mal den Schluss nochmal. Also komm, wir wollen es begeben jetzt. Und dann Schluss, und dann dürft ihr richtig ausrasten. Also, ja, kann es lauter ausrasten, halt bei euch dann so. Also, kann es sein, dass bei dir sogar der Bewegungsmelder nicht anschlägt? Ja, ich konzentriere mich auf die Aufnahme, junger Mann. Junger Mann, er hat ja wie junger Mann gesagt. Ich bin deine Zukunft, er ist deine Zukunft. Und die sieht nicht gut aus.
ein bisschen mal wegbleiben, weil Holger hat nämlich vor kurzem ein Kind eingeatmet, was vorbeigelaufen ist. Ja, aber war nicht so schlimm fürs Kind, nur für mich. Das reimt auch nicht, Problem ist raus. Wir also, ja, machen nochmal die Mitklatschstelle, also gerade wo er nochmal richtig ausrasten durfte. Sag mal, bist du sicher, dass du das alles aufnehmen willst? Ja. Was willst du das nochmal angucken? Da gibt's auch einen YouTube-Kanal, Vandale Media Mittelalter. Was, wie war hier? Vandale Media Produktion Mittelalter. Vandale Media Produktion? Ja, wir sind eine Lagergruppe auch. Also, du bist ein Plünderer. Der Kaiser ist lauter Plünderer. Der Kaiser ist lauter, wie Niki Lauda. Sind gar nicht lauter. Mittelalter heute. Nee, hast du keine Mittelalter, machst du eben Mittelalter. Ja, früher. Und dann waren wir am Mittelmeer. Wir hatten keine Mittel mehr. Ja. Wenn man die Mitklatschstelle nochmal richtig, du darfst ruhig, du kannst auch nicken, du musst nur ruhig halten. Ja. Mach mal einen Finger mit. Finger, ja, ja. Kennt man. Schweigefuchs, Flüsterfuchs, Einhorn, alles was du alles gibt. Einmal noch magst du. Okay. Ich zeig das halt nicht nochmal. Und da haut doch nichts ab. Na klasse, toll! Hinsetzen, sitz! Schön sitzen bleiben. Hast du in der Schule jahrelang gelernt? Ja? Muss man aufpassen. Übrigens muss man erwähnen, Entschuldigung, Holger, sagen, ja, muss man. Nicht böse sein. Wir sind intelligenter als ihr gewesen, muss man sagen. Was? Ja, was? Ist wirklich, wer ist. Na, wie hier gerade hier. Nochmal genauer. Zwickau. Wer ist intelligenter als wie was? Na, hier gerade wie Kaiserslautern. Also, könnt ihr euch erinnern, dass ihr jemals in eurer Schule damals eine 6 geschrieben hättet? Ich ja. Ja, du ja. Das ist aus Hannover. 6. Migrationshintergrund. 6 waren immer mehr wie 5. Hannover ist so schnell in der Zelle, ne? Alle, die Mitklatschstelle nochmal. Das war eine Höhle, der Klatsch im Hintergrund. Achtung, 1, 2, 1, 2, 3. Veranstaltung, oder?